Das erkläre ich am besten mit einem Beispiel. Nehmen wir mal an, ein estnischer Kleinunternehmer möchte an einer europaweiten öffentlichen Ausschreibung einer portugiesischen Stadtverwaltung teilnehmen. Auf dem digitalen Weg wäre das alles viel schneller anstelle vom Postweg. Das heißt, mit der elektronischen Signatur beispielsweise können Bewerbungsfristen viel leichter eingehalten werden. Diese EU-weit anerkannten digitalen Vertrauensdienste, wie beispielsweise die elektronische Signatur, die bilden die Grundlage unseres digitalen EU-Binnenmarktes. Und diese werden angeboten von Vertrauensdiensteanbietern. Ein qualifizierter Vertrauensdiensteanbieter muss EU-Vorgaben umsetzen und muss sich zusätzlich regelmäßigen Kontrollen der nationalen Aufsichtsbehörden stellen. Digitale Zertifikate sind Identitätsausweise der Online-Welt. Ihre wichtigste Funktion ist der Nachweis, der zu erbringen ist, wer am anderen Ende der Leitung sitzt. Ist da wirklich meine Bank? Oder ist da jemand, der vielleicht die Webseite meiner Bank gefälscht hat? Digitale Zertifikate beinhalten einen Datensatz. Analog eines Personalausweises sind dort Informationen gespeichert wie der Name, die E-Mail-Adresse oder die Internetadresse, das Gültigkeitsdatum und die ausstellende Instanz. Ebenfalls beinhalten sie öffentliche und private Schlüsselpaare, die beispielsweise für die E-Mail-Verschlüsselung notwendig sind. Die europäische eIDAS-Verordnung, die definiert digitale Werkzeuge als Vertrauensdienste. Das sind zum Beispiel die qualifizierte elektronische Signatur. Diese ersetzt die händische Unterschrift. Oder das elektronische Siegel, das steht für den Unternehmensstempel. Oder Website-Zertifikate. Diese definieren eine Internetseite und bringen sie eindeutig zusammen mit dem dahinterstehenden Unternehmen. Oder elektronische Zeitstempel. Diese definieren den Zeitpunkt, ab wann beispielsweise ein Dokument elektronisch unterzeichnet wurde. Sie sind eine Art Stempel einer Poststelle.